sehen. Ich habe meinen Morgenwhisky, Cornflakes. Also, was haben wir? Diskriminierung. Das ist leider Alltag auf den Schulhöfen. Okay. Meistens trifft es Minderheiten. Sie werden ausgegrenzt oder verhöhnt. Ja, so funktioniert Mobbing. Schön, dass ihr es nochmal erklärt, damit man es besser nachmachen kann. Klar, hier muss die Schule handeln. Wie? Das Stuttgarter Kultusministerium gibt einen Bildungsplan heraus. Darin steht, was die Schüler lernen sollen und wie sie ein respektvolles Miteinander leben können. Klingt ja soweit nicht schlecht. Der kommende Bildungsplan für Baden-Württemberg wird von 5 Leitprinzipien bestimmt. Dabei fällt auf, unter jedem dieser Prinzipien wird darauf hingewiesen, in welcher Weise die Akzeptanz sexueller Vielfalt zusätzlich zu berücksichtigen ist. Und lasst mich raten, das ist aus irgendeinem Grund böse, oder? Anders gesagt, es geht um die Akzeptanz der LSBTTI-Lebensformen. LSBTTI, das steht für Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle. Okay, ich habe 2 mögliche Antworten. Meine ernsthafte Möglichkeit, ich nenne es einfach weiter LGBT, wir wissen alle, was gemeint ist und man muss nicht ein 10 Meter Buchstabending haben, um alles drin zu haben, oder? Und die Tumblr-Antwort, Asexuelle und Pansexuelle sind nicht mit inbegriffen, also fühle ich mich diskriminiert. Aber wieder zum ernsthaften Teil des Videos. Schön und gut. Doch halt, warum findet gerade diese Gruppe einen so prominenten Platz in den Leitprinzipien? Ist sie besonders stark von Diskriminierung betroffen? Dazu hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Umfrage durchgeführt. Sie zeigt, diskriminiert werden Schüler größtenteils aufgrund ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht und Religion. Die sexuelle Identität ist in rund 3% der Fälle der Anlass. Also Behinderte dürfen nicht heiraten, Muslime dürfen kein Blut spenden, Juden dürfen nicht adoptieren, alte Menschen haben unheimlich hohe Selbstmordraten und Ausländer werden in Lager gesteckt und sollen geprügelt, bis sie denken, dass sie deutsch sind. Ach nein, warte, das passiert Homosexuellen und Transsexuellen. Müssten also die Leitprinzipien nicht ergänzt werden durch eine besondere Berücksichtigung kultureller Differenzen, eine besondere Berücksichtigung der Vielzahl körperlicher Beeinträchtigungen und so weiter? Natürlich wird das nicht getan. Warum also nur das Thema sexuelle Vielfalt? Und das, obwohl in höheren Klassen längst über verschiedene sexuelle Orientierungen gesprochen wird? Weil dir in der Regel nicht gesagt wird, dass du stolz darauf sein sollst, schwul zu sein. Dir wird aber gesagt, dass du stolz darauf sein sollst, schwarz oder Türke zu sein. Dir wird auch nicht gesagt, dass du mutig bist, weil du eine Transfrau oder ein Transmann bist. Aber dir wird gesagt, dass du mutig bist, wenn du behindert bist und trotzdem am normalen Leben teilnimmst. Du merkst, wie die Wahrnehmung anders ist, oder? Komische Stimme, die lustige Bilder zeigt. Könnte es sein, dass es doch um mehr geht als um Toleranz? Zum Beispiel darum, ein bestimmtes Menschenbild zu verankern. Ja, es geht uns anderen um diese schrecklichen, bösen Ziele, dass man Homosexuellen und Transsexuellen beibringt, dass sie nicht unnatürlich sind. Dass man diese enorm hohe Selbstmordrate von Homosexuellen und Transsexuellen Jugendlichen vielleicht ein bisschen senken kann. Wenn man den Leuten beibringt, dass dieses Verhalten und diese Gefühle vollkommen normal sind. Was ist denn eigentlich mit sexueller Vielfalt gemeint? Meinst du eine vernünftige Erklärung oder eine Erklärung von verkniffenen Arschgeigen, denen der Stock so tief im Hintern steckt, dass ihn ins Gehirn stößt? LSBTTI-Gruppen empfinden, dass es viele sexuelle Identitäten gibt. Jeder muss selbst entscheiden, zu welchem Geschlecht er gehört und zu welchem er sich hingezogen fühlt. Das soll nun dank Bildungsplan jeder so empfinden. Entscheidend soll nicht mehr das biologische Geschlecht sein, sondern das soziale Geschlecht. Auf Englisch Gender. Leute, ich mache seit 3 Jahren diese Kiste. Seit 3 Jahren erkläre ich den Leuten, man sucht sich nicht aus, zu wem man sich sexuell hingezogen fühlt. Man sucht sich nicht aus, welches Geschlecht man sich empfindet. Das sind Faktoren, die von der Natur bestimmt werden, die von der Biologie bestimmt werden, die vom Gehirn bestimmt werden. Irgendwo im Gehirn schießen die Chemikalien durch die Gegend. Und es gibt Männer, bei denen schießen die Chemikalien auf dieselbe Weise durch die Gegend, wie sie bei den Frauen durch die Gegend schießen. Und wenn dieser Mann sagt, ich empfinde mich als Frau, ich denke wie eine Frau, ich empfinde wie eine Frau, und da keine Frau sein möchte, was stört das irgendwen sonst? Wenn die Chemikalien in meinem Gehirn rumschießen und ich sage, ich fühle mich zu Frauen und Männern hingezogen, und Transmännern und Transfrauen, was stört das irgendwen sonst? Wen zur Hölle kümmert das? Ernsthaft, ich weiß nicht, was bekloppter ist, dass ich immer noch Videos zu diesem Thema machen kann, nach der ganzen verfickten Zeit, die ich die schon mache, oder dass Leute sich weigern zu verstehen. Ich weiß nicht, ob die Ignoranz, die Abneigung oder die Dummheit hier schlimmer ist.
Schon der Erstklässler soll in Zukunft seine sexuelle Identität reflektieren und hinterfragen. Ist das Geschlecht, mit dem er bislang aufgewachsen ist, wirklich sein eigenes? Fächerübergreifend lernt er nun, das, was er bisher als Normalität empfunden hat, ist nur anerzogen. Um das mal kurz zu übersetzen. Erst in die Kurzform. Ja, die bringen Kindern Sachen bei, die wir nicht mögen und darum ist das böse. Und um das einmal nicht auf Schwule, sondern, also nicht Schwule, sondern LGBT, LT, bla, ADHS, TP, was auch immer die Abkürzung hier ist, zu beziehen, sondern auf Schwarze. Schon jungen Kindern wird beigebracht, dass Schwarze nicht unnatürlich sind, dass man sie weder hassen noch sie fürchten muss. Und darum schlussfolgern wir, dass wir von Niggern unterdrückt werden. Ja, das ist diese Logik. Quatsch, ich kann so kotzen. Moment, ist es laut Grundgesetz nicht primär Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in Fragen der Sexualität zu erziehen? Traut die Landesregierung den Eltern nicht mehr zu, ihren Nachwuchs bei der Identitätsfindung zu begleiten? Ah, also der Großvater soll dem Vater was beibringen und der Vater dem Sohn. Das heißt, der Großvater bringt dem Vater bei, dass Nigger verdammt nochmal in ihre eigenen Trinkbrunnen gehören. Daraufhin bringt der Vater dem Sohn bei, dass die Nigger verfickt nochmal im Bus hinten zu sitzen haben. Und dann wundert sich die Bundesregierung, warum der Sohn Rassist ist. Ja, das klingt nach dem Logikgebilde, was du im Kopf haben könntest. Das stimmt. Von mir ein herzliches Fick dich an dieser Stelle und vom Rest der Menschheit ein Oh mein Gott, wir möchten gerne aus der Steinzeit raus, du Vollidiot. Viele Eltern fühlen sich durch die Pläne übergangen. Ihren Kindern wird ein Menschenbild verordnet, das wissenschaftlich umstritten ist und keineswegs von allen Menschen geteilt wird. Deshalb haben über 192.000 Menschen eine Petition unterschrieben, die die Verantwortlichen darum bittet, die Leitprinzipien des Bildungsplans zu überarbeiten. Und zwar so, dass er die Meinungsvielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. Denn jeder kann seine Meinung äußern. Jeder kann mitbestimmen, was Kinder in Zukunft lernen sollen. Das ist das Gute an einer Demokratie. Also, die Aussage ist, wir können über die Fakten abstimmen. Das heißt, wenn genug Wahlbeteiligung herrscht, ist die Erde der Mittelpunkt des Universums. Gott hat das Universum erschaffen und Evolution war das natürlich alles Schwachsinn. Und Nigger sind eine minderwertige Rasse. Kennt ihr schon euren Wahlsong? Die Fahne hoch.